So, und da gibt es jetzt auch noch mal einen dritten Teil. Das Ding habe ich vom Klaus-Container gefunden. Ne? Und jetzt dachte ich doch, ich setze doch mal nochmal dieses Ding ein. Diese Krempelkante, ne, die ist nur da, weil es sich gerade ergeben hatte. Das war gerade dran an dem Ding. Ich habe es nie abgeschnitten. Also nur, und wie gesagt, einfach so zusammengerollt. Mein Bruder hat jetzt mit einer Blechdose und hat das oben reingestochen und am Ende auch bei dem Denk, also noch nimmer geschenkt, weil wir den haben. Und als erstes wird er da bei dem da Löcher reinbohren. Ne, dabei ist halt nur so eine Hülse da. Hier jedenfalls der Draht, ne, unsere Sonstmethode haben wir jetzt hier und hier. Hier war es mir übrigens zu klein, also habe ich einfach ein bisschen von der Glaswolle einfach außen übergelegt, so ganz wenig Duff und schon war es größer und schon wieder passt das. Wie gesagt, über Monate funktioniert das ja. Das ist jedenfalls, hier ist jetzt gerade der Gag, warum ich jetzt auch nochmal bei dem nochmal das machen will, ist, dass ich das regulieren kann. Jetzt kann ich einfach praktisch hier den Impel rausholen. Jetzt hatte ich ihn gerade mal so klein gemacht, weil es meinem Bruder gezeigt hatte, was der Vorteil ist. Auch gerade wenn ich das ablösche, ich will jetzt mal nicht ablöschen, ich drücke es kurz rein und hole es gleich wieder ganz raus, dann kann ich das nächste Mal den auch schön wieder anzünden. Auf jeden Fall hatte ich mir jetzt auch nochmal bei Amazon durchgelesen. Da hatten viele Probleme, dass es rußt. Also wie gesagt, seht ihr bei unseren Dingern, ja, da rußt gar nichts. Jetzt war es wirklich auch nochmal meinem Bruder ein Anliegen. Wir haben so viele Kerzenwachsreste weggeschmissen. Das ist ja total Blödsinn. Ja, also jetzt haben wir das Ding, jetzt habe ich nur eine Hand, ist mir vielleicht ein bisschen zu viel sogar, oder? Ja. Oh doch, passt. Machen wir mal so, hier einfach jetzt reingestopft die Glaswolle. Gut, jetzt kommt hier der Beutel. Da habe ich das praktisch mit der Gartenschere, der Felco 8, hatte mir versprochen, ne? Felco 11 nehme ich nicht, die Felco 8. Können wir alles regulieren. Hatte noch einen zweiten Sprachfehler. Ich weiß nicht, was es war. Gut, aber wie gesagt, einfach nur machen. Ja, nicht immer gleich kaufen. Nachdenken. So, jetzt wird das hier so reingelegt. Und so, gut. Jetzt zünde ich es praktisch an. Dann nehme ich einfach mal. Jetzt ist es zum Beispiel schon vorteilhaft. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte das wahrscheinlich kurz eintunken sollen. Wie kriege ich das jetzt hin? Ihr seht uns, wenn ihr live bei der Improvisation. Ups, ich nehme jetzt einfach mal ein Stück Pappe. Und dann mache ich mal einfach der Pappe, also ein bisschen rüber. Hier rauf. So, ja, genau. Ist jetzt nie ganz optimal. Kann man ruhig auch was, aber so, da habe ich das schon mal drüben. So, gut. Schwupp, hin das Ding. Und jetzt zünden wir es an. Ein bisschen höher, ein bisschen zu hoch war der Docht. Es ist ein bisschen überleuchtet. Ich habe ja nur eine Kamera, relativ schlechte Qualität da von Apple. Okay, lass mal das Stück Pappe liegen. So, ja, jedenfalls. Ab jetzt wird dann praktisch nachgelegt. Und dann lasse ich das so schmelzen. Also, lasse ich einfach mal das Stück Pappe hier liegen. So.
So. Ja, jedenfalls jetzt wird das hier vollgefüllt. Wie gesagt, beim allerersten Mal ist es ein bisschen tricky, aber mir ist das auf jeden Fall lieber, als hier irgendwelches Wachs zu erhitzen und dann irgendwie reinzuschütten. Das ging natürlich einfacher, aber ja, und wie gesagt, Grabkerzendings, ne, das geht alles. Also in Spanien habe ich die ganze Zeit nur mit Grabkerzenlichtern das gemacht. Und ich finde das total blöd, dass man mit den Denk. Ach, und den hat mir jetzt auch nochmal Bescheid gegeben, der da diesen Kerzenfresser da, dieses Licht da hat von Denk, dass der praktisch schon mehrfach das Ding entrußen musste. Mehrfach, dann mit dem Schraubenzieher stochen die dann rum. Aber der hat das ja erst letzten Winter. Also, ja, wie gesagt, also ich musste in 1,5 Jahren, habe ich nie einmal entrußen müssen. Da habe ich dann einfach ein bisschen nachgelegt. Da hatte ich noch nicht mal den Docht mit dem mit Glaswolle. Also jetzt wird es dann gleich am Ende, wird es am Ende aussehen wie hier. So habe ich es ja auch gemacht. Genau, also jetzt haben wir schon ein 7 Minuten Video. Einfach nur macht los, viel Spaß. Ja, kauft nichts, braucht wirklich Billglaswolle. Manchmal ist es unterm Dach, manchmal wird da was weggeworfen. Ja, oder man bleibt einfach wirklich, das sind ja kaum Krams hier, das ist ja gar nichts. Oder beim Zimmermann mal nachfragen. Oder einfach beim Dach einfach mal gucken, ob man da was ist. Oh, jetzt seht ihr, ja, jetzt geht's los. Jetzt wird es gleich schmelzen alles. Oder man nimmt einfach ein bisschen Baumwolle. Als früher habe ich einfach immer von der Hose, wenn ich jetzt nichts hatte, habe ich von der Hose ein Stück abgeschnitten. Wenn ich mal improvisieren musste mit dem Docht, weil ich keine Kerzen hatte, habe ich einfach ganz unten an der Hosenkante, das brauchte ich abgeschnitten oder vom Handtuch, Baumwollhandtuch, das Stück. Also irgendwas rein und los geht's. Und ihr seht, die ganze Zeit, das brennt sowas von genial. Also, viel Spaß.